Über 100 teilnehmende Schulen aus ganz Europa gestalten auf Initiative des Kärntner Medienzentrums heuer bereits zum 9. Mal Bilder am Eis. Im wunderbaren winterlichen Ambiente von Europas höchstgelegenem Badesee, dem Weißen See. Auf die Galeriebesucher warten bunte, kreative, vielfältige Arbeiten, die die Ideen und Kreativität der europäischen Jugend kunstvoll widerspiegeln. Bilder am Eis. Grenzenlose Kunst. Eiskalt serviert. Auf rund 2 Quadratmeter großen Arbeiten, inmitten einer traumhaften Winterlandschaft, am Spielplatz der Natur des Weißen Sees, ermöglicht ein ganz besonderer Kunst- und Naturgenuss interkulturelle Dialoge. Jedes Werk erzählt dabei seine ganz persönliche Geschichte. Die Themenvielfalt überzeugt. Besucher erhalten außergewöhnliche und spannende Einblicke in regionale Besonderheiten und heimliche Schätze, malerisch-künstlerische Schulprojekte, Foto- und Lomografien, Medien-, Kultur- und Kunstprojekte. Von der Türkei bis nach Finnland, von Lavamünd bis nach Winklern spannt sich der Bogen der ausstellenden Schulen. Ziel ist es unter anderem, den unzähligen Besucherinnen und Besuchern der Bildergalerie am Eis die Möglichkeit zu bieten, Kontakte zu knüpfen, die weit über die eigenen Landesgrenzen hinausreichen. Dabei wird von den Initiatoren des Projektes ein ganz besonderes Augenmerk auf den kreativen Umgang mit den neuen Medien gelegt. Artdirektor Magister Erich Angermann und Projektleiter Johnny Rauter konnten zahlreiche Ehrengäste begrüßen. Das Kärntner Medienzentrum für Bildung und Unterricht entwickelt, begleitet und fördert diese Zielsetzungen mit vielfältigen medienpädagogischen Angeboten. Ja, lieber Norbert, Bilder am Eis, jedes Jahr wieder ein Erlebnis. Dank dem Eisteam rund um dich. Ihr seid ein Garant, dass Bilder am Eis wirklich wieder strahlen kann. Erzähl ein bisschen, wie geht es denn eigentlich so in den Vorbereitungen? Ja, eigentlich recht gut. Wir haben heuer ein gutes Eis, wir haben ein bisschen Schnee drauf. Wir haben einen idealen Platz gefunden für diese Veranstaltung, haben das dann aufgebaut. Ich habe die Fahnen auf die Tafeln gemacht und wir haben das dann so, wie wir uns das vorgestellt haben, besprochen haben, einen schönen Kreis gemacht. Und so wie man sieht, es ist eigentlich recht gut wieder gelungen und da sind auch sehr viele Leute da und ich freue mich. Herr Altersberger, Sie sind ja ein treuer Besucher von Bild am Eis. Ihre Eindrücke? Naja, ich bin öfters hier oben, das stimmt, aber die Eindrücke werden von Jahr zu Jahr besser, weil einfach so eine Vielfalt an Ausstellungen da ist und wenn du wanderst von einer Bildfläche zur anderen, du siehst so viele Überraschungen und so hoch künstlerisch gestaltete Elemente und dann stehen, was auch sehr erfreulich ist, die Kolleginnen und Kollegen oder Direktorinnen oder sogar die Ex-Direktoren in der Pension sind dabei und erzählen dir wirklich, wie das entstanden ist, was sie gearbeitet haben, warum, wieso, weshalb. Das ist also ein schönes Erlebnis, das ich eigentlich nicht missen möchte. Unsere Schule ist im Bereich der Kunst sehr aktiv. Wir arbeiten immer wieder mit Künstlern aus dem Raum Grafenstein zusammen. Und hier sehen Sie einen unserer Schulgeister, die Kinder vor einiger Zeit gestaltet haben. Und ja, und auf dem oberen Rand sehen Sie das Hockerad, auch gestaltet von einem berühmten Künstler. Und wir freuen uns immer, wenn wir mit Menschen zusammenarbeiten, mit Kindern in Projekten arbeiten können. Und ja, und besonders freuen wir uns heuer hier dabei zu sein bei Bilder am Eis. Es freut mich, dass ich heute hier darf sein. Unsere Schule ist eine Schule mit ungefähr 500 Schülern. Wir liegen also unmittelbar an der Nähe zur österreichischen Grenze.
Bleiburg. Unsere Schule, wie jetzt schon die Fahne selbst sagt, hier laufen ganz viele Aktivitäten. Wir sind besonders auf dem Gebiet des Sportes tätig, das ist Volleyball. Sind auch sehr gut auf diesem Gebiet. Dann singen. Wir haben einen Schulchor mit über 70 Teilnehmern. Wir machen auch schon lange Jahre Projekte mit Österreich zusammen, also so wie dieses, und auch mit St. Kanzian haben wir eine Verbindung. Ja, ansonsten, wir bemühen uns, dass sich unsere Schüler bei uns wohlfühlen und auch Europa dann so durch diese Projekte kennenlernen. Wir haben voriges Jahr das Projekt Kunstweg in den Weg gerufen, einfach um zu verbinden, über die Länder, über Grenzen zu verbinden, aber auch im Dorf die Kommunikation zu schaffen, damit es einen Bezugspunkt im Dorf gibt, dass sich die Leute wieder treffen auf diesem Kunstweg. Der Kunstweg liegt nahe an unserer Schule, verbindet Sport, Schule und Kultur und ist ein wichtiger Punkt der Kommunikation in unserem Dorf geworden. Ziel des Vereins Hand in Hand ist einfach die Förderung von Montessori-Pädagogik und reformpädagogischen Unterrichtsformen in der Volksschule, Hauptschule, und seit neuestem hat sich auch die Hackfeldkirchen mit dem Projekt Cool angeschlossen. Und auch eine Kindergruppe, Montessori geführte Kindergruppe, gehört dazu. Ich glaube, da darf man ohne weiteres dazu sagen, dass das kärntenweit einmalig ist. Ja, ich denke schon. Also ich habe noch nichts gehört Gleichwertiges, und ich denke, das ist einmalig und es stehen sehr, sehr engagierte Eltern einfach dahinter. Ja, bei uns in unserer Schule, auf Ihre Frage zurückzukommen, läuft das so, dass wir ein Schulleitbild entwickelt haben. In alle Klassen werden nach reformpädagogischen Prinzipien unterrichtet. Alle Lehrer haben sich weitergebildet, haben entweder Akademielehrgänge oder sonstige zusätzliche Ausbildungen gemacht. Und jetzt können wir stolz sagen, heuer ist zum ersten Mal, können wir auch sagen, dass es bis zur Matura funktioniert, wo wir als Volksschule natürlich nichts dazu beigetragen haben, aber die Eltern umso mehr. Wir haben mit den Eltern heuer eine neue Verhaltensvereinbarung eben gemeinsam ausgemacht und haben parallel dazu unsere Schüler ihre Vorstellungen von einem respektvollen Miteinander aufzeichnen lassen, in Form von Verkehrsregeln sozusagen. Wir haben Verbotszeichen, Gebotszeichen den Kindern vorgegeben und sonst in jeder Form die Gestaltung freigelassen. Und die Ergebnisse waren für uns wirklich äußerst erfreulich, weil die Bilder selbsterklärend sind. Ja, der Hintergedanke dieses Projektes ist, mit Energiesparen kann man noch nie früh genug beginnen, und das Bewusstsein, dass es notwendig ist, Energie zu sparen, beginnt schon sehr, sehr früh. In der Schule gibt es Energiedetektive. Diese Energiedetektive haben eine Grundausbildung erhalten und mit einer betreuenden Lehrperson eruiert, wo sind die Schwachstellen der Energieverschwendung im Schulhaus. Und dieser Energieverschwendung im Schulhaus gehen unsere Detektive auf die Spur. Ja, wir haben ein Projekt, das circa ein halbes Jahr gedauert hat, gestartet. Wir haben Eisenkappel in den früheren Jahren beleuchtet und dann eben mit einer Show abgeschlossen, damit das heutige auch noch da ist und die Kinder halt noch mehr motiviert waren. Ja, wir haben an unserer Schule ein Vierjahresprojekt gehabt. Das heißt, wir sind über die ganze Welt mit unseren Kindern gewandert, haben in Amerika bei den Indianern angefangen, sind in Australien bei den Aborigines gewesen. Folgendes Jahr waren dann die Kinderarbeit in Asien mit Nepal als speziellem Schwerpunkt und sind heuer dann in der vierten Klasse, wo Berufsorientierung ja wirklich verstärkt gemacht wird, dann am europäischen Arbeitsmarkt gelandet. Unsere Fahne stellt vor unserem Projekt Comenius, und das dauert schon 2 Jahre, und dieses Jahr, genau nächste Woche, kommen alle Länder aus Europa zu uns, und wir freuen uns schon sehr, und damit möchten wir zeigen, wo wir alle schon mit den Kindern schon gewesen sind in der ganzen Europa. Am Postamt am Eis können Kunstkarten mit den Abbildungen der ausgestellten Kunstwerke in alle Welt versendet werden.
Diese Grüße werden damit zu Botschaftern jener grandiosen Idee von Bilder am Eis, nämlich Menschen aus aller Welt einander näher zu bringen. Wer Fragen zu den Kunstwerken richtig beantwortet, kann bei Bilder am Eis Gewinnspiel wertvolle Preise gewinnen. Selbst ein Teil der Ausstellung kann werden, wer sich durch einen goldenen Rahmen mit der Galerie am Eis ablichten lassen will. Zahlreiche Auszeichnungen gab es bereits für Bilder am Eis, unter anderem jene vom Bundesministerium für Kunst und Kultur als das beste und innovativste medienpädagogische Projekt an europäischen Schulen. Wen wundert's? Zeigen sich doch Europas Schulen in der Eisgalerie von ihren kreativsten Seiten. Die Ausstellung Bilder am Eis, grenzenlose Kunst, eiskalt serviert, kann bis auf Weiteres jederzeit besucht werden. Allerdings nur, solange das Eis hält. Das Team des Kärntner Medienzentrums bedankt sich bei den Besuchern und freut sich auf ein Wiedersehen bei Bilder am Eis 2012.